Du meinst echt, auf der Burgmauer liegt was rum? Kann mir ja nur fast gar nicht vorstellen. Liegt so mittendrin, mitten auf der Burgmauer liegt irgendwie Klamotte. Was wär's? Gib mir Zeug. Abgesehen davon, dass es genau auf der falschen Seite ist. Ach, ich weiß schon. Ich glaube, Leo meint bestimmt oben da in diesem privaten Bereich, wo ich in der Nacht hochgelatscht bin, ne? Könnte natürlich sein, dass da was drin ist, aber wahrscheinlich ist da wieder eine verschlossene Kiste. Ich kann nicht aufhören, ich habe noch nichts geleistet. Doch, ich habe die ganze Burg schon erkundet. Lass dich, wenn du etwas stiehlst, nicht erwischen. Ich weiß nicht, wann der Kauz zurückkommt, aber wir müssen es jetzt riskieren. Guck mal an, hier können wir auch einfach rausgehen. Uns hier komplett einklauen. Was zum Teufel? Ja, also ein Schildklauen wäre jetzt echt komisch, ne? Weil das würden sie ja definitiv bemerken, wenn ich das Ding auf dem Rücken trage. Mann, ey, das muss doch hier irgendwo möglich sein, was... Mopsen? Hab mich gerade gehört? Bitte hab mich nicht gehört. Schönen guten Abend, Combo. Grüß dich. Ja, ich habe mich ja mal dran gemacht, Kingdoms Come zu zocken. Mal gucken, ob ich das schaffe. Durchweg zu spielen, also es wird nochmal eine Herausforderung. Man kann übrigens im Knien keine Leiter benutzen. Man kann auch generell die Leiter nicht benutzen, doch jetzt. Warum ist hier keine Klamotte? Ich stehe doch quasi in der Klamotte drin. Warum? Komm. Wo habe ich denn jetzt das Schild? Habe ich das auf dem Rücken? Oder habe ich das einfach in meinem kleinen Beutelchen bei mir? Es steht sogar da, was ich geklaut habe. Es ist eine rote Hand daneben. Sieht man es hier irgendwo? Nee. Was ich irgendwo geklaut habe? Was sagen nicht? Nimm beide Schilde. Ja, stimmt. Nimm den Manu. Grüß dich, ich muss weg. Was war das? Ich würde echt mal jetzt gerne wissen, ob ich das Ding auf dem Rücken trage. Ich habe immer noch keine Klamotte. Ob ich dem Händler das Tam irgend so ein Schild verkaufen kann? Ja, man merkt wirklich. Muss mich getäuscht haben. Man merkt, dass ich halt noch nie so eine Spiele gezockt habe. Ich halt beide mit. Wenn wir schon mal dabei sind,
Ich würde gerne nochmal nach oben gehen und die ganzen Pfeile mitnehmen. Oder waren da noch... Da waren keine mehr, ne? Habe ich ihn nicht durch die Tür gesehen? Geht er da hinten? Immerhin haben wir jetzt schon mal einen Bogen. Wir haben auch ein Schwert. Wir können es zwar nicht benutzen, aber wir haben ein Schwert. Vielleicht haben wir jetzt auch einen Bogen, den wir nicht benutzen können. Wäre echt super. Der verpfeift uns bestimmt. Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Es gibt noch eine Möglichkeit, nach Scarlet zu kommen, ohne zu klauen. Ich, am besten wäre gewesen, einfach von Burgdingen springen, ne? Ihr kauft das nicht. Ach Quatsch, hier. Er gibt uns 16 Gold für ein Schild, was wir gerade geklaut haben. Das ist jetzt die Frage. Bekommt er mit, dass wir es geklaut haben? Er ist vom Burggraben immerhin schon vom Burgdingens springen. Klau den Händler. Klau die Hühner. Ihr habt alle solche guten Ideen, Leute. Wahnsinn. Echter Wahnsinn. Ihr seid eine echte Hilfe. In den Warenkorb. Warum steht denn da, ich erhalte 16,2 in Rot? Der wird uns so verpfeifen, der wird sagen, hier, was hast du denn eigentlich ein Schild von denen? Ich kaufe mal Dietriche. Ein Dietrich kostet 1,10. 18. 18. Nicht 18, sondern 18. Der Händler hat nur 100 Gold. 10 Gold. Stimmt. Und weil wir noch so toll sind, peitschen wir noch ein bisschen mit dem Zeug, was wir geklaut haben. Lass uns über den Preis sprechen. Klar, warum nicht? Einverstanden? Immer noch zu viel. Na gut, komm. Ah. Das jeder ist ein vernünftiger Cent Preis. Zählt. Haben wir jetzt haben wir einen Dietrich. Das heißt, wir müssen uns jetzt genau angucken, wo diese blöde Uniform liegt, ey. Ist besser als 18. Ja, genau. So, jetzt ist die Frage, ich kann leider nicht weiter in die Karte reinzoomen. Ist es wirklich hier drinne? Ich bin ja immer noch der Meinung, dass es hier irgendwo liegt, ne? Dann beiße ich mir aber richtig in den Arsch. Von hier komme ich nicht rein. Ich müsste jetzt einen Dietrich wasten, um überhaupt da reinzukommen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass in der Scheißtruhe was drin liegt, wahrscheinlich mega gering. So, niemand soll mich bei meiner Schandtat sehen. So, T, Hilfe. Hilfe! Zum Schlösserknacken brauchst du einen Dietrich und solltest auch Ersatz haben, da Dietriche sich abnutzen und sogar zerbrechen können. Den Vorgang des Knackens beginnst du, indem du E beim anvisierten Schloss gedrückt hältst. Ein Diagramm des Schließmechanismus erscheint und du musst den Dietrich an der richtigen Stelle einsetzen. So, dann musst du den Dietrich benutzen, D, um den ganzen Schließmechanismus zu drehen. Zeitgleich musst du die Bewegung des Dietrichs mit der Drehung des Mechanismus koordinieren, da die Drehung der Position des Idealpunkts
Ändert. Alter, das klingt ja auch gar nicht kompliziert. Ob du dich dem Idealpunkt näherst, verrät dir die Größe des Zeigers. Dieser färbt sich golden, wenn du den Idealpunkt gefunden hast. Versuchst du den Mechanismus zu drehen, ohne dass sich der Dietrich an der richtigen Stelle befindet, blockiert der Mechanismus und der Dietrich wird beschädigt oder zerbricht sogar. Schaden an Dietrich verursacht ein Geräusch, das für unerwünschte Aufmerksamkeit sorgen kann. Ihn zu zerbrechen ist sogar noch lauter. Geil. Oh. Oh. So, ich sehe hier nichts. Ich probier's mal. Muss ich jetzt hier drinnen halten, das Ding? Ah, ach so, jetzt. Ah. Alter. Geil. Ist jetzt kaputt wenigstens? Danke. Danke. Danke Leo. Danke Marius. Danke für diesen hilfreichen Tipp. Dankeschön. Dankeschön. Ja, habe ich auch gerade gemerkt, dass die Maus-Sensitivity, die ist schon so weit unten. Ich habe die auf 3. Kann man die nicht separat einstellen? Alter, was soll sowas? Mega nice. Hab ja noch ein Schild. Kann ich ja nochmal Dietrich kaufen, wa? Eine Möglichkeit gibt, so aus dem Schloss rauszukommen. Vor allem, man kann nicht über diese kniehohe Mauer springen. Das ist nicht wahr, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Nein. Alter. Ist unglaublich, ne? Aber jetzt habe ich immer noch kein Pferd. Und ich habe ihn den Fuß verstaucht, scheinbar. Hopp. Das darf doch wohl nicht wahr sein, ey. Um Gottes Willen. Da drüben! Hab dich! Du schickst mich von Pontius zu Pilatus. Lass mich verflucht! Ich muss meine Eltern bestatten! Du gehst nirgendwo hin. Außer zurück hinein. Das darf doch alles nicht wahr sein. Oh nein, ich bin so behindert. Oh. Ich ihn jetzt einfach. Ich hab da kein Geld, oder? Töte ihn. Töte sie alle. Lass mich. Ich gebe dir Silber. Wie viel? Ist das der richtige Zeitpunkt, um zu feilschen? Gib ihm ein Schild. Oh Mann, Alter. Einverstanden? Du bist ein Knauser. Na und? Ich hab nicht mal so viel. Willst du mich verarschen? Wohl kaum. Außer zurück hinein. Wenn ich es jetzt nicht tue... Die Dohlen werden sie in Stücke reißen und über ungeweihtem Boden verstreuen. Und ich sitze hier fest, einen Katzensprung entfernt. Na gut, schubse mich.
Ich sage, du hättest mich überrascht und ich wäre gestürzt. Ich kümmere mich um die anderen und du machst umgehend die Fliege. Verflucht! Ah! Scheiße, mein Fuß! Kommt her, Jungs! Vergesst niemand! Wer hätte gedacht, dass er uns einfach gehen lässt? Hallo. Was will? Verdammt! Ich wollte doch nur das Gebiet hier entdecken. Jetzt bin ich in den nächstbesten Idioten reingelaufen. Komm schon. Ja, was denn? Hallo? Vielleicht muss ich da wieder raus, oder? Mein Gott. Geh mir alle auf den Senkel. Das ist doch nicht zu fassen hier. Lasst mich doch einfach gehen. So. Was mache ich jetzt mit meinem kaputten... Da steht die nächste Wache. Das war jetzt nicht zu fassen. Was mache ich denn jetzt mit meinem kaputten Fuß? Kann ich hier eigentlich... Ah, ausrüsten. Ah. Sollte es vielleicht noch nicht ausrüsten, solange... wie ich hier noch rumrenne. Oh, ich kann mein Schwert endlich benutzen. Geil. Und hier sind auch Pferde. Ach ne, sind Kühe, oder? Kann ich auch auf einer Kuh reiten? Was zum Teufel ist mit den Pflanzen los? Boing, digga, ding, ding, ding. Du siehst ja bestimmt, dass ich die Kuh töte, oder? Das Kuh war genannt. Mann, ey, ich... Komme ich nicht einfach an den vorbei? Oh nein! Hat mich gesehen! Ich komme nicht rüber. Hengenbach. Was zum Teufel ist in diesem Spiel los, Mann? Du schickst mich von Pontius zu Pilatus. Lass mich in Ruhe. Lass mich verflucht. Ich muss meine Eltern bestatten. Und ich habe den geklauten Bogen auf dem Rücken. Hin. Außer zurück hinein. Oh no. Oh. Jetzt töte. Er hat eine Rüstung. Kann ich nicht machen. Außerdem bin ich dann verrufen in diesem Dorf. Kann ich nicht machen. Ich springe einfach wieder vom Burggraben, oder? Ich habe keine Chance zu gewinnen. Das mit dem Rennen... Ich bin nicht drüber gekommen. Ich bin nicht über diesen Scheißbach gekommen. Ich versteh's nicht. Aber ich muss... Gut, ich komme mit. So ist's brav. Bin ich eigentlich wieder, einfach wieder davon. Die werden ja nicht auf einmal dann Dingens. Ah, okay. In Dörfern verschreckt eine blank gezogene Waffe die Leute, wohingegen dir steht da wahrscheinlich die Wachen auf den Hals setzen. Interessant. Kann ich? So. Muss das so abwählen? Okay. Nicht, dass sie noch ihren Bogen erkennen. Ja, blank gezogene Waffen, Leo, ich weiß. Ich breche mir jetzt nochmal den Fuß. Dann springe ich aber nicht auf die Steine. Könnte auch außen... Nee. Komme ich bestimmt nicht lang. Meine Let's Plays sind sowieso immer sehr unterhaltsam, weil ich immer alles vergeige, was man vergeigen kann. Es ist einfach... Die Kante ist einfach zu hoch zum drüberlaufen. Das ist...
hinten läuft eine Wache? Ja. Meide die Hauptstraßen, bevorzuge die Nebenstraßen. Lauer bei Leuten. Kann er nur bedingt stehlen eigentlich. Weil ich ja eh keine Dietriche hab. Grüßt euch. Hier kein Streit, da ist eine Wache. Oh, ich habe einen Angelplatz entdeckt. So, hier ist irgendwo unerforschter Ort. War ich da nicht gerade? War schon mal in der Nähe sind, dann decken wir das gleich mal auf. Da hinten eine Wache? Nee. Da ist eine Wache. Holy shit. Hier ist eine Unterkunft. Wie viele Wachen hier rumrennen? Und nicht euer Ernst. Beine! Quick, quick! Ich komme hier die Steine nicht hoch. Guckt euch das an. Der Junge hat echt einen Gipsfuß, Mann. Jetzt bin ich hier in den Bach gefallen. Aber immerhin gibt das ja Vaulting, da kann man wieder rausspringen. Mich hier einfach so. Warte mal, irgendwo ist doch hier ein Questgeber gewesen. Ach, ich bin ja völlig woanders. Muss ich überhaupt hinlaufen? Ich laufe in die völlig falsche Richtung, ne? Doch, oben auch so einen kleinen Kompass. Da zeigt er mir doch. An den Questgeber zeigt er mir nicht an, oder? Doch. Ist das Schwein tot? Irgendwie so aus. Kann ich bei dem Salatköpfe klauen? Rapunzel, Rapunzel. Gib mir deine Salatköpfe. Nee, leider nicht. Ist nur was Optisches. Ich habe immer noch kein Pferd. Ich brauche aber ein Pferd. Ich habe ein Nest entdeckt. Was? Ah? Und jetzt? Kann ich das runtertreten oder was? Funktioniert doch nur im Kampf. Was kann man denn mit dem Nest machen? Nein! Nein, 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 nein! Warum ist da eine Wache? Ich raste aus. Lass mich verflucht! Nein! Du musst meine Eltern bestatten! Du gehst nirgendwo hin. Außer zurück hinein. Ich bin sowas für ein Scheiße. Wenn ich es jetzt nicht tue, die Dohlen werden sie in Stücke reißen und einmal darf ich ja, nachdem ich aus der Burg gehopst bin. Und ich sitze hier fest. Einen Katzensprung entfernt. Na gut, schubs mich. Ich sag, du hättest mich überrascht und ich wäre gestürzt. Ich kümmere mich um die anderen und du machst umgehend die Fliege. Verflucht! Mist, mein Knöchel! Kommt her, Jungs. Vergesst diesen Niemand. Doch eine Questgeberin hier? Hey. Hä? Der ist im Haus. Hey! Hauptsache der gleiche hascht mich jetzt nicht nochmal. Könnt ihr mich nicht einfach alle in Ruhe lassen? Vor allen Dingen, warum ist da eine Wache? Und warum kann ich hier nicht drüber springen? Doch jetzt. Doch der Gerber, oder? Der Questgeber?
Ist der gerade schon wieder auf mich zugerannt? Gibst du denn nie auf? Du hast mich doch gerade laufen lassen. Lass mich verflucht. Ich muss meine Eltern bestatten. Du gehst nirgendwo hin. Was? Was? Was war das? Außer zurück hinein. Leute, ich glaube, ich mache hier heute Feierabend. Ich bin einfach zu dusselig. Ich weiß, wo Scarlett ist, aber ich brauche ein Pferd. Und ich wollte doch die Quest annehmen. Wie kann denn das sein, dass der mich dann jetzt nochmal haschen will? Lass mich. Ich gebe dir Silber. Wie viel? Der gleiche, der mich gerade laufen lassen hat. Wohl kaum. Außer zurück hinein. Hm. Was war das? Kann ich ihn angreifen und wegrennen? Noch zur Karte außerhalb der Burg, die Schnellreise geht dann. Warum? Aber ich muss. Gut. Ey. Ich schwöre, ich gehe jetzt einfach aus dem Dorf raus. Okay? Jetzt einfach aus dem Dorf raus, damit ich heute überhaupt was geschafft habe. Ich glaube, es gibt keinen Let's Player, der sich dreimal an der gleichen Stelle hat schnappen lassen. Oder generell dreimal mit dem gleichen Auftrag. Ich komme hier nicht rüber. Es ist halt auch super, dass überall Wachen rumlatschen. Ja, das ist die nächste Wache. Ich muss mich einfach nur nicht von ihnen erwischen lassen. Ich habe schon wieder gehört, wie er da drüben geschrien hat. Warum komme ich da? Ja, genau, sicherlich! Du denn nie auf? Was ist denn mit euch Lass los? Lass mich verflucht! Ich muss meine Eltern bestatten! Oh du nein! Du gehst nirgendwo hin! Hey. Außer zurück hinein! Egal, aber kommt. Ich muss. Sind da jetzt schon den Top 10 Streamern, die in Kingdom Comes failen. Ja. Was soll sagen, fragen sie sich auch nie, wo ich herkomme, ne? Jetzt auf der anderen Seite raus, wenn das überhaupt geht. Da sind nämlich die Schweinepriester nicht. So. Ich wusste es. Hier ist eine Levelgrenze, ne? Ich hab's gewusst. Lass mich doch hier raus. Die haben auch wirklich einen langen Arm des Gesetzes, ne? Ich dachte, ich kann unter der Brücke durchschlüpfen, aber nein. Leider nein, leider gar nicht. Da ist die nächste Wache. Ein Busch. Wenn der mich jetzt hier drin... Nein! 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 Lass mich doch in Ruhe! Was ist denn los mit euch? Hab ich ihn abgehängt? Er ist noch hinter mir her. Was ist jetzt? Was? Spiel! Oh Gott! Warum? Renn ich aus dem Dorf raus? Er ist immer noch hinter mir. Warum hat er so viel Puste, Alter? Ich bin schon dreimal aus der Puste. Alter! Immer noch hinter mir her. Junge, lass mich in Ruhe.
Alter, verpiss dich!